Hallo und herzlich willkommen zu Sonderzeug und Katastrophen. Was machen wir heute, Dennis? Wir stellen euch heute die neue überarbeitete Variante vom Bushcraft Beaver vor. Ihr kennt ja wahrscheinlich, wahrscheinlich werden die meisten unser erstes Video kennen, die jetzt gerade auch zuschauen, dass wir an der ersten Version hier die ein oder andere Schwäche, Unschönheit festgestellt Mangel. Haben. Mangel würde ich schon sagen, teilweise. Und an dieser Stelle auch mal ein großes Dank an Reini Rossmann. Der hat uns nämlich zwei von der neuen Variante geschickt. Aha. Konntest ja nicht auf sich sitzen lassen, was richtig ich gut so. Finde eigentlich. Ja, schon richtig, klar. Ja. Die Lederscheide habe ich mir separat besorgt über einen anderen YouTuber, der mit mir getauscht hat. Vielen Dank an der Stelle auch dafür. Jo, und wie gesagt, der Reini hat nachgebessert bei diesem Messer. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz im Detail an. So, erstens mal haben wir hier jetzt im Vergleich Schrauben drin. Ja, ihr seht es hier unten die neue Variante, hier oben die alte. Und genau da sieht man jetzt halt auch das Problem. Diese hier waren sehr, sehr schwer nachzuziehen. Auf der anderen Seite war da so eine halbe Schlitzschraube drin. Ja. Das war einfach, also wenn man es im Schraubstock eingespannt hat und nachgezogen hat mit der einen Seite vom Schlitz, auf der anderen Seite Imbus, Torx, was auch immer einigermaßen reingepasst hat, ging das. Unterwegs keine Chance. Nun sind da Imbusschrauben drin und zwar ordentlich, ja, auf beiden Seiten. Problem bei der alten Variante war auch tatsächlich noch, dass die Schrauben teilweise nicht richtig festgezogen waren, wodurch es ohne, ja, es gab keinen drumherum, die irgendwann nachzuziehen. Und natürlich, wann merkst du das unterwegs, wenn du Batons oder sonst was, die Griffschalen lösen sich, ist blöd. Wurde verbessert, das Problem gibt es nicht mehr. Selbst wenn das sich jetzt lockern sollte, zwei Immerschlüssel, zack, fertig, unterwegs. Gut, müssen wir immer Schlüssel dabei haben, aber meine Güte. So, Nummer 2 war die Feuerstahlbedienung. Ja, extrem mies. Ja, haben wir auch im letzten Video schon erklärt, unsere Varianten waren Stonewash. Bei den blanken, so wie das neue jetzt ist, gab es das nicht. Also Stonewash gibt es nicht mehr. Richtig. So, beim Stonewash wird diese Klinge natürlich mit Steinen in einen großen Eimer geschmissen, übertrieben oder vereinfacht gesagt. Einmal durchgewaschen, also gerüttelt, und dann gibt es eben diese schöne Oberfläche. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sauber erkennt. Halt mal ein bisschen näher ran vielleicht. Halt mal ein bisschen näher ran, so. Also ja, das ist dann so eine schöne, ja, mattierte Oberfläche. Das sieht cool aus. Problem ist natürlich auch, dass hier oben die Kante mit abgenommen wird von diesen Steinen, ja. Und dann ist die halt nicht mehr so hundertprozentig scharf. Ja. Hier, das ist jetzt die, ja, polierte Variante, da ist die Kante eine ganz andere. Ja. Deswegen hat der Reini gesagt, pass auf, mit dem Stonewash funktioniert der Feuerstahl nicht vernünftig, also gibt es jetzt nur noch poliert, was auch vollkommen okay ist. Wir zeigen euch das gerade direkt mal. Feuerstahl, alte Variante. Ja. Ich gehe mal wieder aus dem Weg da ein bisschen. So. Ja. Also, es macht Funken, ja, das geht schon, aber da muss ich jetzt aber bedenken, der Feuerstahl ist auch relativ groß. Ja, das ist ein großer, schöner Feuerstahl, unser Katastrophenstahl. Katastrophenstahl. So, jetzt haben wir die neue Variante mit etwas schärferen Kante. Variante mit Kante. Ah. Hoppala. So, jetzt gibt es ein Ihr seht den Unterschied, denke ich mal. Damit geht es doch deutlich einfacher. Verbrannt? Naja, ein bisschen Schmauch drauf. Alles gut. Also, das, ja, heiße Funken. Gut, eine kleine Sache noch von der Klinge. Ihr seht es auch hier an der Beschriftung. Hoppala. Die Klinge ist jetzt ein HRC weicher. Der Reini hat auch gesagt, er hat jetzt keine Unterschiede festgestellt. Das wird man vielleicht beim Nachschleifen merken. Wir wissen, das eine gibt sich nicht viel. Ja,
Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zäher und nicht mehr ganz so spröde. Ja, ist jetzt halt so. Die Bruchgefahr sinkt etwas, die Nachschleifbarkeit steigt etwas. Aber passt schon. Ist jetzt nicht die Welt. Kann man machen, ist dann ja, halt so. Definitiv. Klopfen wir ein bisschen mal drauf rum, wegen der Schrauben, wa? Klopfen wir mal ein bisschen, dann ja. Dann kann ich nochmal das hier alles weg. Ja, du bitteschön. Ich bin... So, jetzt nehmen wir... Räum's aus dem Weg. Also, die Klinge, oder beziehungsweise das Messer an sich, ist nach wie vor genau das gleiche. Das heißt, an der Klingengeometrie hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts am Anschliff oder sonst irgendwas geändert. Nö. Es sind dieselben Messer nach wie vor. Richtig. Und, also den ganz großen Vorteil muss man ja wirklich immer noch sagen, das Handling von dem Messer ist einfach geil. Ja. Also, ja. Das habe ich damals schon gemerkt, wo ich den ersten Biber in die Hand genommen habe. So dieses... Oh, fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich richtig an einfach. Mhm. Ja. Wenn das Ding in der Hand ist, ist nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu bauchig, nicht zu eckig. Also für mich mit einer, wenn nicht sogar der schönste Messergriff, den ich bis jetzt in der Hand hatte. Bis jetzt. Ja, bis jetzt natürlich. Ja. Definitiv, so. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Gut. Bist du. Holzspalten. Eins du, eins ich? Ma. So, das ist jetzt... Nimmst du's neu? Ich habe die neue Variante, ja genau. So. Halt schon wieder drauf. Ja, also... Ja, so, wie zu erwarten war. Das alte war ja auch nicht schlecht. Ja, also zum... Ja, ihr merkt. Kein Problem. Kai? Ja, ich hau mal drauf. Ich hau auch mal drauf, so, dass ihr das hier mal seht. Das ist jetzt die alte Variante mit den sich lösenden Schrauben unter Umständen. Ja. Also. Ja, noch geht's. Gut, das ist jetzt, das Messer habe ich auch nachgezogen. Ich habe da war Schraubensicherung dran etc. Deswegen konnten wir es auch nicht so ganz schön nachziehen. Die habe ich ein bisschen weggemacht. Das ist jetzt auch sehr trockenes Holz. Ne? Und die Schrauben nochmal nachgezogen. Seitdem hat sich jetzt bei mir auch nichts mehr gelöst. Ich habe das Messer eigentlich fast immer dabei gehabt, wenn ich jetzt im Wald war. Ich aber, also die Griffe sind okay. Ja. Dennis hat gut nachgezogen, hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist ja sehr trockenes Holz. Alter. Was ist denn das rausgezogen? Da oben. Perfekt. So. Ja, also. Hey, also Dennis hat gut nachgearbeitet, obwohl die Schrauben dadurch ein bisschen verschandelt wurden, ne? Ja. Die sind, wenn man das nochmal genau anguckt, die sind natürlich nicht, ich weiß nicht, ob ihr es seht, sind natürlich nicht prädestiniert, da großartig viel Druck aufzubauen, um die Schrauben nachzuziehen. Die sind eher so, ja, ich weiß nicht, das sind eher so Deko-Schrauben, beziehungsweise Gewindestifte, je nachdem. Ja, auf jeden Fall gut nachgearbeitet. Das andere ist natürlich auch da, aber das ist natürlich, kann man auch richtig anziehen. Ne? Die kann man wirklich gut anziehen, beidseitig, und das bringt sehr große Vorteile mit sich, denn dann ist auch fest. Wenn mir der Schraubenzieher oder der Sechskant abrutscht die ganze Zeit beim Anziehen der Schrauben am Griff, ist natürlich kontraproduktiv. Richtig. Ja. Und vor allem, wenn du dann halt gar keine mehr hast plötzlich, dann hast du halt lockere Griffe und kriegst du nicht auch richtig. Nicht zu. Wenn die ausgelutscht sind, ausgeleiert sind, dann ist nichts mehr mit Nachziehen. Richtig. Also, Feuerstahl funktioniert. Baton, ohne dass sich der Griff lockert, funktioniert. Alles andere hat vorher auch funktioniert. Das Einzige, was glaube ich noch war die klappernde Scheide. Die kann man ja noch mal, war schon klapprig. Also ich habe meins auch dabei, zur Not. Ja. Nehmen wir mal das da, Sven. Das ist die neue. Gut. Muss auch dazu sagen, also das ist bei dem Ding jetzt tatsächlich, habe ich gemerkt, sehr temperaturabhängig. Als das Messer kam, war es bombenfest drin. Ja. Wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, ja, bei dem ist jetzt... Weniger. Also ja, das ist jetzt, ist auch dem Griff geschuldet, wenn der natürlich nicht
immer 100% gleich ist und das ist halt genau. Nun mal so. Aber man muss schon sagen, also ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden mit dem Klappern. Definitiv. Also auch mit dem, ich habe jetzt das alte reingesteckt. Ich muss immer aufpassen, weil da unten klappert nämlich sonst das. Der Dangler Bügel. Also das ist okay, das alte. Wenn ich jetzt das neue rein tue, das klappert auf jeden Fall ein bisschen mehr. Meins klappert gar nicht. Zumindest bis jetzt. Okay. Also ich habe das da liegen. Kurz da beim Vorbeilangen. Hier. Also da. Da ist komplett da Ruhe. Da ist gar nichts außer der Dangler jetzt. Aber da ist null. Wirklich null. Und das ist eigentlich top. Ja, beim Dennis ist auch in Ordnung. Das, was vorher war, das war schon eine heftige Klapperei. Die habe ich ja auch nachgearbeitet. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen. Man hört es aber immer noch. Das ist jetzt das, was ich nachgearbeitet habe. Das ist jetzt so, wie das beim Dennis neu ist. Ja. Also es ist völlig in Ordnung. Absolut top. Nacharbeit ist super. Der Reini hat auch noch mal ein Video dazu gemacht zum neuen 2.0. Auch die alten werden ausgetauscht. Geld zurück, Reparatur, sonst irgendwas, was ich auch super finde. Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Mit der Nacharbeit, mit dem 2.0. Ja. Wenn das so nennt, weiß ich nicht, aber ich denke, das ist. Ja, es ist ja kein 2.0 in dem Sinne, es ist immer noch das gleiche Messer. Ich würde sagen, so eine 1.1-Version. Ja, okay. Oder ja. Facelift oder Sicherheitsupdate 1, keine Ahnung, wie also auch immer. Die polierte Variante, die gefällt mir doch auch schon gut. Ich kann Dennis blenden mittlerweile, das ist natürlich zum. Signalspiegel! Als Signalspiegel auch noch sehr gut zu verwenden. Ich habe ein Video angeguckt von jemand anderem, der das Messer auch bekommen hat zum Testen. Der meinte, die Schrauben sind ein bisschen scharf. Das heißt, beim Anfassen würde das auf Dauer ihn stören. Ja. Ich finde es jetzt nicht so extrem. Ich hatte schon andere Messer. Da war das wesentlich schlechter. Und ja, wesentlich die andere schärfer. Seite ist die scharfe, theoretisch. Die hier? Ja. Die da? Also ja, ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe das Messer jetzt daheim auch schon mal eine halbe Stunde am Stück in der Hand gehabt, im Garten so ein bisschen vor mich hingeschnitzt. Mich hat es jetzt nicht gestört. Also die Kanten, die scharf sind, die liegen so tief, dass ich jetzt da, wenn ich es mit der Hand anfasse, komme ich nicht, nicht rankomme. Ja. Gut, wenn du jetzt ein bisschen feuchte Hände hast und ein bisschen aufgequollen, dann wird das vielleicht... Okay, ja, aber müssten wir mal nochmal... Ich habe damit noch nicht länger gearbeitet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also viel länger, ein bisschen schon, klar. Muss man sich aber einfach nochmal durch die Hand gehen lassen. Ja. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, die Lederscheide gibt es mittlerweile beim Reini Rossmann auch nachzukaufen. Wie gesagt, ich habe sie über einen Tauschhandel gekriegt. Da klappert natürlich nichts in der Lederscheide, das ist ja auch klar. Hm. Ne, da kann nichts klappern. Es ist fest genug, nicht so fest wie in der Kalix, das ist auch klar. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich drauf anlege, Achtung Kai. Ja, dann schmeiß mal. Kriege ich es da schon raus? Ja, gut, das kriege ich aber, glaube ich, mit der Kydex auch hin. Ja, das geht bestimmt auch. Ja. Wenn wir das mal auf Hardcore... Jetzt stolper ich noch was. Geht also auch. Ja, das ist jetzt für aber mich im jetzt normalen, so. Probieren wir mal die neue mit dem neuen Messer, was da passiert. Okay. Hoppala. Aha. Ich klaue dir mal das Messer vom Boden, nicht das ja, da. Ja, alles gut. Na? Also die scheint tatsächlich... Noch mal knackiger zu sein, ne? Noch mal ein bisschen. Gib ihm! Also da müsste ich jetzt tatsächlich schon... Dann geht's. Aber wer macht das auch schon? Ich wollte gerade sagen, das macht man ja auch tagtäglich, wenn man in den Wald geht und erstmal durch die sein Messer verlieren will. Klar. Ja. Na klar. Bin überrascht, dass das tatsächlich noch besser hält. Ich sag, die Scheide, wo ich hier bekommen habe bei dem... Ach, mega. Echt super. Buschkaschübe ohne Ende offen. Ja, jetzt sind es dann, glaube ich, 4 Stück. Ja. Genau. Eine Sache war ja noch diese relativ sich leicht lösenden Druckknöpfe vom Dangler-Adapter. Das ist wirklich wahrscheinlich auch ein bisschen der Länge von dem Ding geschuldet, dass halt immer ein bisschen auf Spannung ist. Hat der Reini auch gesagt, die Knöpfe nach innen drehen, passiert nichts. Wie gesagt, ich habe mein Messer jetzt, also den ersten Bushcraft Beaver, keine Ahnung, ich glaube bei 4-5 Overnightern mittlerweile dabei gehabt. Immer am Gürtel mit dem Dangler-Adapter. Er ist nie rausgefallen.
Also es hat sich nicht gelöst. Ja, also Druckknöpfe nach innen. Ja. Ich meine, ansonsten, ich meine, ihr seid doch Bushcrafter, dann macht euch was Eigenes noch ein bisschen, was ein bisschen hübscher, anders. Ja gut, ich habe es kritisiert, ich fand es jetzt halt ein bisschen leicht. Ja, es ist ein bisschen leicht, ja. Man kann auch was anderes machen, natürlich. Ja. Aber tatsächlich, ich habe es jetzt auch eine Weile getragen. Wobei man alte. Auch, soll ich auch sagen muss, bei dem hier, der ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, schon ein bisschen weicher geworden, das ganze Leder, dass diese Grundspannung schon nicht mehr so krass. Okay, ja, verstehe. Ja, das Aufspannen. Genau, zugezogenen. Nun gut, also Fazit zum Bushcraft Beaver 1.1, 2.0, irgendwas. 1.1, 1.2, 2.0, je nachdem, wie man es nennen mag. Also, zur neuen Version, neuere Variante Bushcraft Beaver. Also, ich würde sagen, die wirklich störenden Mängel, die sind einfach behoben. Ja? Richtig. Also, wenn ihr euch das Messer jetzt kauft, kann ich. Wir haben es damals gesagt, ja, jetzt out of the box das Messer mit in den Dschungel nehmen. Nicht unbedingt. Jetzt ja. Definitiv. Jetzt definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ich muss auch davor sagen, der Bushcraft Beaver 1 war mein Hauptmesser, das ich immer dabei hatte. Jetzt wird es halt die neue Variante. Eigentlich fast nur noch wegen Feuerstahl, weil meine Schrauben sind angezogen. Und ja, gut, man kann sie leichter nachziehen. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, hier, Bowdrill, vielleicht noch ein bisschen einfacher durch große Schrauben, so als Druckstück. Ja, mehr drin. Ich bin für meinen Teil ein Fan von dem Messer. Es hat für mich eine vernünftige Größe. Ist ja groß genug, um zu hacken. Nicht zu groß, um wie so ein Krammer, das du halt einfach nicht permanent im Gürtel hast. Jo, Kai? Ich bin überzeugt vom neuen, definitiv. Ich werde das alte trotzdem behalten. Ja, ich mein, ich habe es ja nachgearbeitet, wobei, ich habe größere Schrauben rein, ich habe meinen Rücken angeschliffen und zwar richtig sauber. Das heißt, für mich geben sich die zwei momentan nicht mehr wirklich viel Unterschied jetzt, da ich es ja überarbeitet habe. Ich werde das ja als Backup-Messer in meinen Rucksack machen, dafür habe ich auch schon meine Kydex-Scheide mit Klett. Das ist in meinen TT-Modular. Mit Innenklettflächen ranklätten kann, genau, ja. Richtig. Das wird praktisch dann das Backup-Messer, mein zukünftiges oder jetziges im Endeffekt. Und das hier werde ich jetzt in nächster Zeit, werden wir das, also ich auf jeden Fall, ein bisschen rannehmen, noch ein bisschen mehr testen, langzeittestmäßig. Und wir werden euch dann da dazu nochmal. Nach dem Winter würde ich sagen, machen wir nochmal. Ja, mal gucken. Ich würde jetzt eher gesagt im Herbst nächstes Jahr, also so in einem Jahr. Oder ja, weil im Winter machst du ja nicht jetzt wirklich. Obwohl doch, vielleicht. Schauen wir mal. Mal gucken. Wir werden sehen. Langzeittest und dann werden wir darüber nochmal ein Video drehen, was da jetzt bei rausgekommen ist. Richtig. Also nochmal wirklich ein abschließendes Fazit. Die 2.0er Version oder die überarbeitete Variante. Wunderbares Messer. Bedingungslose Kaufempfehlung von meiner Seite. Von mir auch. Wenn ihr ein geiles Bushcraft-Messer braucht, kauft es euch. Das ist jetzt kein Blabla, weil uns der Reini die Messer zukommen lassen für Umme. Nee. Es wird aber trotzdem da oben Werbung stehen, weil einfach aus richtig. Gründen. Nein, also wirklich, wenn das Ding jetzt wieder Mängel gehabt hätte, richtig, hätten wir es euch gesagt. Ja. Jetzt ist es einfach ein geiles Messer. Ja, ich finde es auch absolut brauchbar. Absolut preis-leistungstechnisch wirklich sehr gut und fertig. Damit sind wir raus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch oder Daumen runter. Erzählt uns mal, was ihr noch mit dem Bushcraft Beaver 1 oder 2 erlebt habt, was euch aufgefallen ist. Gefällt es euch? Ist die neue Version, wenn ihr sie habt, gut? Hat es mit der alten funktioniert? Hattet ihr nie Probleme damit? Einfach unten reinschreiben. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein, Leute.